Geh mal in der AP, komm. Geschenkbox? Okay, du hast ein Geschenk ausgepackt. Und was habe ich bekommen? Informationsblatt Einreise. Okay. Hier in San Andreas befinden sich insgesamt drei Ortschaften. Die ersten und größte Ortschaft ist Los Santos. Sie bietet vielen Restaurants, Behörden, bla bla bla. Die zweite Ortschaft ist Sandy Shores. Diese Ortschaft ist direkt an einem großen See. Almosee. Okay. Die dritte ist Baleto Bay. Okay. Wie fange ich an? Öffnen Sie ein Bankkonto bei der Staatsbank. Gehen Sie nun zur City-Administration. Dort beantragen Sie in Rezeption ein Visum. Du bist mein Visum. Du bist mein Visum. Nachdem Sie Ihr Visum erhalten haben, gehen Sie auf Rezeption, um ein neues Bankkonto als Payday-Konto festzulegen. Sie erhalten nun stündlich eine staatliche Stütze. Wenn Sie genügend Geld haben, können Sie den Führerschein bei DMV absolvieren. Besorgen Sie sich in einem Technikladen ein Smartphone. Okay. Okay. Jo, Jungs. Ich bin vor Fufural, Alter. Was geht? Ja. Kann mich irgendjemand zur Staatsbank bringen? Ja, komm mal. Wenn nicht du. Ach so, oh fuck, Mann. Komm rein. Korrekt, Bruder. Was hey, geht, Kollege. Bro? Ich bin neu hier. Bist du echt neu? Ja, Mann. Ja, willst du ein bisschen Geld verdienen direkt am Anfang? Ich würde erstmal gern ein Bankkonto machen. Danach kann ich Patte verdienen. Gerne. Ja, da fahre ich dich doch jetzt hin, mein Lieber. Okay. Danke, Bro. Wie heißt du? Ja, ich bin Hennessy, mein Lieber. Hennessy? Stabil. Ja, ja, genau. Ich bin Kareem. Das freut mich doch. Bist gut angekommen, ja. Ja, war gut, ja. Wie lange bist du hier schon? Willst du nach Palito fahren, oder was? Ein halbes Jahr. Hast du Handy und so schon? Mhm, hab ich, ja. Schreib mal gleich eine Nummer von uns auf, weil wir hätten fett Arbeit für dich. Ich werde dich auch ausstatten, dass du so ein bisschen was für deine Selbstverteidigung hast. Ja, King Geimann. Mhm. Korrekt, Bro. Ich musste einfach nur in die Rezeption, oder? Ja, komm mit, ich helfe dir, komm mit. Korrekt. Ja, links mit dem Herrn sprechen. Links, links, links. Okay. Und dann Konto festlegen. Und ich empfehle dir auch direkt einen PIN zu ändern, ja? Okay. Weil sonst, weil den du kriegst, den vergisst man schnell. Mhm. Mach dir auf jeden Fall einen eigenen PIN, den du nicht vergisst. Scheiße, Mann. Wo soll ich eröffnen? Maze Bank, oder? Nee, Flicker. Flicker, Flicker. Flicker, okay. Stabil. Ja, habe ich eröffnet. Perfekt. Und direkt PIN ändern. Warte. Hast du den leicht merken kurz? Ja, Mann. Ja. Oder also das Husten machen wir ganz schnell. Ja, Mann, habe ich gemacht. Perfekt. Dann komm mit. Okay. Korrekt, Jungs, danke euch. Ab wieder in die Scheißkiste. Scheißkiste, weißt du, wie viel die kostet hier? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die wärst du, glaube ich, in 2 Monaten noch nicht bekommen, Kalle. War nur ein Spaß, Bro. Die ist stabil. Alles gut, ey. Ich küsse dein Herz. Wo willst du hin? Was warte ich mal, machen? Du hast Bankkonto gehabt, ja, ne? Ja, ja, ich fahr dich kurz City Administration. Da musst du dann einen Ausweis machen. Ja, genau. Ja, Mann. Dann ganz unten Payday-Konto festlegen. Ja. Hab ich. Wieso? Visum habe ich auch beantragt. Okay. Soll ich noch was machen? Dann müsste einer kommen, ich. Okay. Aber wenn du willst, kannst du schon mal meine Nummer haben oder so. Ja. Jo. Du bist hier deine eins von beiden. Wie zieh ich denn hier mein iPhone raus? Jeje. Was? Auch, mit deinem Finger, ja. Wie, Bro? Mit deinem Finger, Bruder. Nein, sorry. Das war das Falsche. Sorry.
Bruder, welchen Muskel denn? Bruder, ein Finger, Bruder. Welchen Finger denn? Mal den einen. Einen einzigen. Da passiert nichts. Warte, warte. Da passiert nichts. Ich krieg mein Handy nicht raus, Bro. Die Hosentasche ist zu eng. Meine Hand ist, glaube ich, zu groß. Ja, Bro, ich weiß schon, aber da passiert nichts. Jo, Alter. Ja. Was geht, Mann? Oh, nicht viel. Stabile Schlappen, Mann. Danke, danke. Was machst du so hier? Ja, auf dem Visum beantragen. Du bist mein Visum. Hast du Chaya geklärt für Visum oder warst du da alleine? Nee, war alleine. Allein. Kareem Loco ist schon ein stabiler Bruder, Mann. Schaut euch den Bruder an. Light Skin, blaue Augen, Tattoos, Matus, Digga. Zack, zack, hier, da und so. Der ist schon wild. Der ist schon stark. Du bist mein Visum. Ich hab doch schon. Du bist mein Visum. Achso, Entschuldigung. Voll Asitube. Hallo. Hallo, ey, ja? Erzähl mal kurz deinen Namen. Ich, Kareem, ich wollte mal gucken, wie viel Geduld. Ja, alles klar, dann kannst du da einmal durchgehen und draußen warten. Kannst du morgen wiederkommen. Warum? Weil ich dir das jetzt sage. Ja, hast doch gerade bei mir gesehen, oder? Hey, Henry, auf zu schreien, yo. Halt's mal, warte, bla bla bla. Ich heiße Otis. Otis Dresi. Und ihr? Wie du sicher gerade gehört hast, wie ich so laut geschrieben habe, das ist der Henry. Und ich bin Tony, du bist mein Visum. Hat mir gleich gefallen, ja? Nee, ich tu dir gar nichts. Komm mal, mein Bester. Ja, Mann. Wenn du das jetzt nicht machst, was ich dir sage, werde ich dich entweder eigenhändig rausbefördern oder hier stehen gleich Officer vor dir. Was hast du Bock? Wieso denn? Was hab ich denn gemacht? Ich weiß nicht, ob du denkst, dass hier ein Kindergarten, dass du hier rumschreit, Visum, Visum, Visum. Ich weiß nicht, vielleicht kommen dann Leute. Ja, ja, ich stehe gerade vor dir. Von mir kriegst du kein Visum. Und ich sagte dir gerade, du darfst da vorne rausgehen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag heute. Bist du hier Mitarbeiter oder was? Ja, du wirst kein Visum heute kriegen. Du siehst gar nicht aus wie der an der Theke. Muss ich nicht aussehen. Von daher, da vorne kannst du durchgehen. Viel Spaß noch. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Schönen guten Tag. Hallo. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Kareem. Ach, der Herr Loco. Yeah. Ja, ich habe die ganze Zeit auf Sie gewartet. Ach so, echt? Tut mir leid. Alles gut, alles gut. Dann machen wir das jetzt nochmal so. Mhm. Und. Alles klar, kommen Sie mal mit. Ja. Gut, wahrscheinlich, weil ich nicht aussehe wie so ein typischer Immigration Office. Ja, deswegen, ich dachte, Sie wollen hier die Frau da hinten anflirten. Ach, um Gottes Willen. So. Boah, schönes Büro. Da wird ja auch von Steuergeldern finanziert. Da kann man sich schon mal was gönnen, ne? Na, natürlich. Finde ich super. So, Herr Loco. Sie brauchen ein Visum, gehe ich von aus? Ja. Ja, alles klar. Gut, dann läuft jetzt so, wir füllen zusammen ein Formular aus, dann haben wir ein paar Fragen zu. Ja. Dann machen wir ein Foto und dann ist das quasi auch schon wieder fertig. Der Vorname war Kareem oder wie spricht man Kareem, das aus? Ja. Kareem, okay, mit Doppel-E, ne? Genau. Kareem Loco, L-O-C-O. Yes. Okay, alles klar. Sind Sie mit dem Fahrrad oder mit dem Roller hier? Ich bin mit meinen beiden Beinen hierher gekommen, weil ein Kollege mich hergefahren hat, ja. Wurde gefahren. Yes, genau. Was haben Sie denn bekommen? Haben Sie ein Fahrrad oder einen Roller bekommen? Das weiß ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube ein Fahrrad. Wissen Sie nicht? Also ich glaube es war ein Fahrrad. Doch, es war ein Fahrrad. Fahrrad. Wie ist Ihr Geburtsdatum? 7.12.99. Ihr Herkunftsland? Brasilien. Brasilien. Aus den Favelas, Bruder. Oha.
Da geht's immer ganz rau zu, habe ich gehört. Bruder, genau deswegen bin ich auch hierher gekommen, weißt du? Also raus, ich sag mal raus aus der, ja, wie soll ich sagen? Ja, raus aus dem Stress. Auch gefährlich da, ne, glaube ich. Ja, voll. Und haben Sie denn da irgendwelche beruflichen Vorerfahrungen sammeln können? Nicht wirklich. Ich ging dort zur Schule und dann, ja, habe ich nur meinen Eltern halt geholfen. Aber so wirklich berufliche Erfahrung, nee. Alles klar, kein Problem. Haben Sie hier irgendwelche Zukunftspläne? Ja, ich würde gerne eine Frau finden und eine Familie gründen und arbeiten gehen, ja. Klar, deswegen bin ich hierher gekommen. Ja, haben Sie denn beruflich da schon irgendwas in, irgendeine Idee, was Sie machen wollen, oder? Busfahrer oder so. Ja. Gut. Haben Sie Familie oder Freunde hier im Staat? Nee, bis jetzt noch nicht. Gut. Haben Sie denn, waren Sie schon bei der Staatsbank ein Konto eröffnen? Ja, das habe ich schon gemacht. Dann können Sie quasi Ihr Konto hier vorne bei dem Kollegen hinterlegen, mhm. Dann kriegen Sie halt Ihre Stütze. Ja. Wenn Sie jetzt noch eine Wohnung finden für $400 oder $500 am Tag, okay, dann bekommen Sie, wenn Sie die Meldebescheinigung einreichen, die Stütze auf $500 die Stunde erhöht. Okay, super. Das hört sich ja gut an. Ja. Genau, müssen Sie einfach mit der Meldebescheinigung, müssen Sie dann quasi wieder hier hinkommen an den Mitarbeiter vorne und dann macht er das von ganz alleine. Okay. Ja, perfekt. Gut, noch so ein paar Infos und Hinweise. Sie können mit dem Visum keinen Waffenschein beantragen, kein Gewerbe gründen. Okay. Bewerbung beim FIB, PD, SD, wie sie alle heißen, ist auch nicht möglich. Okay. Genauso wie beim Department of Justice. Also da könnten Sie ja theoretisch Anwalt werden, Richter, Staatsanwalt. Ja, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich will bodenständig bleiben. Rapper oder Busfahrer oder so, das ist schon eher. Ah, okay, verstehe. Ja. Alles klar. Gut, Formular ist schon fertig. Ich gucke gerade nochmal, ob das auch alles richtig geschrieben ist. Karim, das ist quasi K-A-R-E-M. Ja. Und Loco, L-O-C-O. Yes. 7.12.1999. Stimmt. Perfekt. Gut, dann haben wir das. Dann würde ich Sie bitten, einmal vor der Wand da Stellung zu nehmen. Genau, bleiben Sie einfach so stehen, das ist schon gut. Tschüss. So, das ist doch schon mal gut. Ah, Sie können dann auch schon zu mir rüberkommen. Ah, okay. So, ich zeige Ihnen dann gerade mal Ihren Ausweis. Dann gucken Sie einmal drüber, ob da auch alles stimmt. Ja, Mann. Das sieht geil aus. Passt. Foto ist gut, ja? Ja. Sehr schön. Dann mache ich da jetzt gerade auch noch mal ein Bild von. Ich glaube, wenn ich damit in der Bar die Chayas anspreche, kommt das, glaube ich, gut, wenn ich den Ausweis zeige. So, dann haben Sie einmal hier Ihren Ausweis. Danke. Und wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann wären wir schon durch. Ja, perfekt. Das freut mich. Dann danke ich Ihnen.